Zurück bei Ellie und zurück auf dem Kanal von der Schanzen. Und wir machen direkt weiter auf der Switch mit mit der Verfolgung von Ghasti, die ja unsere Kristalle geklaut hat, beziehungsweise der ja unsere Kristalle geklaut hat. Oder die? Ich glaube, die ist es, ne? Oh nein. Da ist man da hoch gleich, warte. Muss die Münze holen hier? Und hier gibt es auch noch ein Schild. Ach schade, kann ich nicht hochheben. So. Hier geht's auch längs, okay. Oh, hier gibt's ein paar Rubine. Rubinius. Oder gibt's hier noch einen, gab's noch einen Weg? Okay, hier war zu Ende. Gut. Gehen wir mal zurück. Oh. Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie Knick in der Optik oder was ist hier los? Okay. Oh nein! Oh! Ich war doch fast. Ich war da schon oben eigentlich. Ich war da schon so gut wie oben, oder? Bin ich schon. Warte, gib mir mal hier einen Gong. Der gongt mich gar nicht, die Sau. Doch jetzt. Okay. Oh, so. Danke. Wir brauchen ein Kügelchen. Hier oben irgendwo bekommen, ne? Da kommen wir nicht so einfach auf, okay. So, jetzt über. Kommen wir denn dahin? Also nur bei Münzen. Auch 100 Münzen eingesammelt? War nicht schlecht. Oder 100. Jetzt mal. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Wollte ja auch nur die schnell die Kristalle haben da. Sag mal Münzen, aber es ist ja auch so naheliegend, Münzen zu sagen, weil das man das halt aus dem bekanntesten Jump'n'Run der Welt kennt. Ja. So. Wo geht's hier nochmal hin? Wir gehen mal gucken, erstmal gucken wir nochmal, wo es hier hingeht. Geht's längs hin? Okay, geht's hoch? So, kleiner Mann, gib mir die Kugel. Das ist so eine schwere Kugel, mit der können wir halt nicht einfach mal irgendwie irgendwo hin. Ah ja, wir müssen halt wirklich die Fahrstühle benutzen. Ich glaube, sonst wäre das zu schwierig. So. Da können wir die Treppe gehen, nämlich gleich. Seht ihr das? Machen wir gleich. Frage, ob wir dann runter springen können oder drauf gehen. Ja, es geht. Wir haben uns aber hier auch ein bisschen überfragt, ob man nicht einfach, warum man einfach mal drauf geht, aber hier geht's. Super, und raus.
Yes, endlich mal wieder ein bisschen an der frischen Luft hier. Irgendwas? Oder? Kommt da irgendwo hin? Nee. Oder gehen wir hier raus? Und wieder drinnen. Oh, ich rieche. Mimo, der Entdecker. Hi, Ellie. Wie geht's? Hast du Bibados Restaurant gefunden? Absolut schrecklich. Ich bin auf dem Weg zum Feuerberg, dem Vulkan dieser herrlichen Insel. Zeit für die Zeremonie. Mimo, raus. So eine scheiß Zeremonie, meinen ja hier mal. Ich eine Hutmünze, ich auch. Ich kann ja nichts einziehen. Du riechst echt eine Hutmünze? Ich riech gar keine. Wahrscheinlich schon falsch gesprungen hier, ne? Ab und zu kann man die, also man kann nicht alles hochheben, ne? Aber gehen wir erstmal hier längs. Ach, guck mal. Ist sie. Okay, das war jetzt mehr Glück. Hab ich gesehen, dass die Dings brüchig war. So. Noch eine mit hier. Das ist so ein einsamer kleiner Mann. Da kommen wir nicht hin. Da ist ein Schloss. Oh, ein schönes Jump'n'Run von der Seite. Side-scrolling, Jump'n'Run, time. Warte, Schlüssel. Komm hier zurück. Oh. Oh, egal. Na oben. Okay, vielleicht können wir auch die Münzen noch mal kurz einsammeln, wenn wir schon hier sind. Machen wir da jetzt erstmal, bevor wir nach oben jumpen. Nein! Oh! Was, wenn man zu früh springt, ne? Viel zu früh gesprungen. Okay, aber wir müssen dann wieder rüber. So kommen wir so oder so nicht drum rum. Warte mal kurz, ob der Fahrstuhl wieder kommt. Und ich brauche Mauern mal wieder. Die lieben wir ja. So. Da ist noch eine Münze. Ah, hier drüben auf der anderen Seite. Die Tür geht auf, wir können reingehen. Super. Das hat so gerade so den richtigen Schwierigkeitsgrad. Es könnte ein bisschen kniffliger ab und zu sein, aber ist so an der Grenze zum... Naja, also ich find's gut, aber es könnte ein Tickchen kniffliger sein. Ab und zu ist es eher so, dass man... Hier ist zum Beispiel kaputt links. Ab und zu ist man eher so ein bisschen dumm ist. Man selber Schuld hat, wenn man es nicht richtig hinmacht. Also pass mal auf, da machen wir jetzt mal ganz schnell... So, so. Hm, so ein echter Anführer. Jo, ist er.
Das ist er. Aber wie kommen wir da längs? Okay, wir müssen auch noch eine Bombe. Oh. Ah! Eigentlich wollte ich. Okay, nochmal. Man könnte natürlich auch einfach die Bombe werfen, aber ich glaube, ich kann sie auch da hinlegen, oder? Nee, kann ich nicht. Wir müssen eine neue Bombe holen. Dann werfen wir die halt. So. So geht's auch. Da kommen wir jetzt nicht einfach so hoch, ne? Warum kommen wir da nicht hoch? Ich frage mich gerade, von wo wir denn da hochkommen. Ah, wir werden schon irgendwie da hinkommen auch. Erstmal hier rüber. Oh. Aber, wie man sieht, kommt man da gar nicht hin. Wir müssen das auf jeden Fall machen. Gucken wir mal, ob wir ein paar durchsichtige Dinger finden. Oh. Nicht einfach so hoch. Aber irgendwie müssen wir ja da hochkommen. Und die Frage, wie? Von außen? Ist ja auch nichts, ne? Okay. Das verstehe ich so nicht. Naja, gut. Irgendwo wird es ja einen Weg geben, oder? Anscheinend nicht. Leben wiederholen. Da, siehst du? Ich dachte, irgendwo muss doch hier was sein. Das andere wäre ja komisch gewesen. So. Und? Das Türchen auf. So, leben wieder und rein. Da ist die kaputte Tür. Okay, da ist ein Stein, den müssen wir wahrscheinlich wegflanken. Was ist das Problem? So, und jetzt? Ist auch richtig gut da, du Debbie. Das haben wir. Sehr gut. Steht da ein Blitz drin, ne? Ein Vollidiot. Und so. Können wir eigentlich wieder zurückgehen, ne? Mehr gibt es hier gar nicht, was wir entdecken können. Glaube ich zumindest.
Achso. Da. Die Bombe war hier drüben, ne? Ah! Na, ist ja dumm. Weg damit. Mal nochmal. Mal gucken, was hier noch geht. Ist hier nichts, ne? Nö. Ah, warte mal, da drüben. Da kann man hoch. Oh, vorsichtig. Geschafft. Okay, wo wir hier unten sind, kommen wir nirgends mehr hin. Da kann man nicht rüberspringen. Ich probier's mal. Das ist hier nichts, ne? Okay, dann hüpfen wir doch mal runter. Oh. Dodo der Graue, Dobo der Graue. Ellie, du hast den Schatz gefunden, da freut sich Dobo. Ellie hat sich verdient. Dobo und Bobo, Anführer der Bandragora, stehen anscheinend für eine Herausforderung. Dobo kommt langsam wieder zu Sinnen. Die vielen Jahre im Labyrinth haben Dobo verwehrt. Bewährung scheint hier auf der Insel ein ganz normaler Zustand zu sein, aber nach heute werden Mandroga ein paar Dinge wissen. Jetzt gehen Dobo und Dobo in Richtung... Oh, Dobo und Bobo, Gott, in Richtung Vulkan. Feuerberg, sollte es ein Morgen geben, wird niemand mehr verwehrt sein. Bitte halte Gasti davon ab, unsere immerwährende Anführerschaft zu ruinieren. Machen wir. Mal gucken, was wir machen sollen. Bombe, Bombe. Feuer geht aus. Okay. Ah, ja, ja, das könnte eng werden. Wollen wir das da durchwerfen? Nee, das geht nicht. Okay, jetzt muss auf jeden Fall irgendwas hier drauf liegen. Kann man da auch eine Bombe drauflegen? Funktioniert auch, okay. So. Ein Kügelchen hat er reingelegt. Kann ich das Loch packen? Okay, ist eine Dreh-Tür aufgegangen, also ist natürlich nicht so geil. Bringt uns ja nicht so viel. Weil ich glaube, dass da unten das Feuer bleibt trotzdem bestehen, ne? Oder geht das auch aus? Ah, Mist. Müssen wir schneller sein. Warte mal. Nochmal. Jetzt ist das zwar weg da, aber was bringt uns das? Bis darüber springen kann ich sowieso nicht, oder? Nein. Okay, hier gibt's auch nichts. Was müssen wir jetzt machen? Warte mal, hier draußen irgendwas? Da. Wunder, dass es hier irgendwo nichts gibt. Okay. Okay, nur eine Münze. Also es ist nur, ist ja schön, aber
Bringt uns jetzt ja nicht so viel weiter. Okay, egal, wir kommen auf jeden Fall wieder hier hoch. Hier oben war doch auch irgendwas, was wir zerstören konnten, oder? Also wir können auf jeden Fall jetzt hier rein, wieder gehen wir zurück. Oder brachte das uns gar nichts? Okay, das haben wir, aber dann müssen wir jetzt ja wieder zurück, ne? Also ich weiß nicht mehr, wo das Tor war, wo wir durch mussten. Muss ich zugeben. Aber das macht auch nichts. Kann ich schon wieder finden. Gehen wir mal hier hin. Nee, warte mal, warte mal. Wo war denn dieses komische Tor? Mal gucken, was hier eins geht. Wir finden das, wir finden das. Na komm, da kommen wir her. Verlaufen. Die haben mich verlaufen. Warte mal. Nee, hier nicht. Es muss hier drüben irgendwo gewesen sein. Das weiß ich nicht mehr wo. Mein Gott, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Doch, warte mal. War hier nicht noch ein Tor? War da nicht noch ein Tor? Bin ich hundertprozentig sicher, aber ich guck nochmal danach. Oder war da nur die Bombe? War da nur die Bombe, okay. Da war nur die Bombe, da war nur die Bombe. Und hier weiterlaufen? Nur dahin, wie gehen wir da längs? Mal gucken. Da! Super! Nach oben. Okay. Da, können wir noch mal reden. Manabi, hi Ellie. Heiß, heiß, heiß. Du hast Garsti ganz knapp verpasst. Sie war auf dem Weg zum Vulkan. Garsti sagt, ahahaha. Ellie wird mich nie erwischen. Ich überspringe nur die Botschaft. Überbringe. Auf Wiedersehen. So, hat sie jedenfalls nochmal so ein Dings fallen gelassen? Anscheinend nicht. Wo müssen wir denn hin? Warte mal. Hier geht's nicht mehr, aber hier geht's drüben jetzt weiter. Eine Münze. Oh,
Wir müssen hier drüben den Weg erstmal frei machen, bevor wir da mal die Bombe rüberbringen können. Da ist der Stein, okay. Muss natürlich schnell sein. Und los geht's. So. Das ist der Feuerwerk also. Wohin kommen? Hey, jetzt gehen wir weit nach oben. Brauchen wir den ganzen Berg nicht hochklettern, ist auch gut. Okay. Ja, ich glaube, wir haben den Feuerberg erreicht. Schauen wir uns doch nochmal die letzte Cutscene an, die nächste. Und dann wissen wir ja, was Sache ist. Wenn es eine Cutscene kommt, aber ich glaube schon. Genau, da wird Gas wieder irgendwo rumstehen. Der gute Feuerberg. Okay, da geht's hier im Geheimgang. Gut, gehen wir mal kurz ins Dorf nochmal. Zwischenzeitlich sammeln wir natürlich die ganzen coolen Kristalle ein. Also die haben sich schon Mühe gegeben, immer ein bisschen alles ein bisschen unterschiedlich zu machen hier, muss man sagen. Also die Gebiete sind wirklich unterschiedlich aus. Das ist ganz nett. Man muss auch sagen, es wird auch schwerer mit der Zeit. Also es ist nicht so, dass es total leicht ist die ganze Zeit. Zack. Druder Schlaue, sieh an, wenn das nicht die Beschützerin ist, das macht mich sehr glücklich, dass du es zu mir nach Hause auf den Feuerberg geschafft hast. Du meine Güte. Ich habe mich so über unser Wiedersehen gefreut, dass ich einen Moment vollständig diese beängstigenden Zeiten vergessen hatte. Die Sonne geht unter. Vielleicht zum letzten Mal wünsche ich dir und uns allen viel Glück. Oh Junge, ich bin der Anführer der Mandragora, wie du vielleicht festgestellt hast, und ich will nicht, dass die Zeit heute endet. Ich muss jetzt schnell zur Zeremonie. Wirklich sehr wichtig. Wenn du erfolgreich warst und ein neuer Morgen erwacht, dann bin ich froh, dass ich dabei war. Bis dann, Beschützerin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So. Ein paar Münzen hier einsammeln. Oh, noch mehr da oben. So, pass auf, wir können mal den coolen, ich hole mir jetzt eine, die Mütze eigentlich viel geiler hier oben, die hole ich mir jetzt. Bam. Ne, mit dem Zylinder sehe ich doch gleich viel eleganter aus. Habt ihr ein bisschen was von Dr. Layton? Ne, Inspector Layton? Ne, Dr. Layton? Weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Von Nintendo, der Prof, der alles da erforscht. Gut, ja, ich denke, wir enden hier und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, tschüss.